dann ist sicherlich der größte Kritikpunkt heute, da muss ich einfach ein Tor machen. Ja, und nicht nur eins, sondern ein zweites und ein drittes, denn da waren bestimmte fünf klasse Torchancen, die wir ausgelassen haben. Selten war es so einfach, ein Spiel zusammenzufassen. Erste Halbzeit war Schalke in allen Belangen überlegen, ganz klar die bessere Mannschaft. Wir haben weder den Spielaufbau gut hinbekommen, noch haben wir da vorne gut Pressing gespielt. Das Einzige, was wir gut gemacht haben, war dann vor allem, dass wir um jeden Ball in der Defensive dann gekämpft haben, dass wir versucht haben, das zu regeln hinten. Klar muss man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel Glück hatten, dass wir da nicht mit einem, wenn nicht mit zwei oder drei Toren sogar hinten liegen. Ich denke, wir haben heute in der ersten Halbzeit, ich glaube sogar die beste Halbzeit dieser Saison gespielt. Die Jungs haben taktisch das, was wir vorhatten, perfekt umgesetzt. Gladbach hatte keine Luft zum Atmen. Wer Stürmer mal war, und ich war es ja auch, weiß, dass man Erfolgserlebnisse braucht. Und wir reden ja auch nicht über junge Spieler, die in Entwicklung sind, sondern es sind dann ja auch gestandene Spieler vorne, die auch die Großchancen besitzen. Und sie brauchen einfach ein Tor, gerade der Hunter auch und Franco, um sich mal zu belohnen, um eine gewisse Sicherheit zu holen. Die Gladbacher haben die Sicherheit, sie haben das Vertrauen momentan, das auszunutzen. Ja, und doch haben wir gesehen, dass sie eben auch eine gestandene Mannschaft ist, die zu der Form zurückfindet, die sie letztes Jahr für die Champions League qualifiziert hat. So, und wir sind eine Mannschaft, die sich entwickelt mit vielen jungen Spielern, die aber heute gezeigt hat und auch am Sonntag in der zweiten Halbzeit, dass sie gegen absolute Top-Mannschaften bestehen kann.